Übrigens, wir sind heute zu Gast im Augsburger Rathaus. Wir haben jetzt den Jürgen, den darf ich nicht falsch sagen, den Jürgen Wechsler, der ist IG Metall Bezirksleiter in Bayern. Er hat heute, war hier heute als Gastredner eingeladen und wir wollen ihm natürlich ein paar Fragen stellen zu seiner Rede. Ja, Herr Wechsler, Sie haben am Anfang der Rede gesagt, dass die Banken- und Finanzkrise, dass die Bundesregierung, sei mal, so alles ein bisschen unter den Teppich kehren will wegen der Verantwortlichkeit. Wie sehen Sie das? Was haben Sie als IG Metall eigentlich jetzt so für Schlussfolgerungen daraus gezogen? Also die erste Schlussfolgerung, die man ziehen muss, ist, dass diejenigen, die die Krise verursacht haben, und es waren in erster Linie mit die Banken, das waren die Finanzinvestoren, die gesamte internationale Finanzwirtschaft, dass die jetzt auch die Schäden der Krisen selber begleichen müssen, dafür aufkommen müssen und nicht über Sparpakete die Arbeitnehmer, die Arbeitslosen, die Rentner oder Kinder und Familien. Und das ist für mich der erste Punkt. Man muss richtige Schlussfolgerungen aus der Krise ziehen, dass die Verursacher zur Kasse gebeten werden. Und zum Zweiten, dass die Gründe, die zu dieser Krise geführt haben, nämlich einen deregulierten Finanzmarkt, dass man da zur Regulierung wieder zurückkehren muss. Die zweite Frage richtet sich aus meiner Sicht, Sie haben ja viele Probleme genannt, fehlender Reallohnzuwachs, Kinderarmut, ungleiche Bildungschancen. Welche Bundesregierung könnte das denn aus Ihrer Sicht in der Zukunft am besten umsetzen im Sinne der IG Metall, dass man diese Missstände beseitigt in der deutschen Gesellschaft? Also nach meiner Auffassung, das kann man jetzt nicht parteipolitisch festmachen. Auf jeden Fall eine Bundesregierung, in der möglichst die FDP in der Opposition ist. Das getraue ich mir auch zu sagen, weil die eigentlich nichts anderes wie Klientelpolitik und letztendlich diesen Neoliberalismus auch gefördert hat. Ansonsten wird es darum gehen, die Parteien als solches wieder zu mehr sozialer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit zu bringen. Und ich glaube, da sind Chancen bei der SPD, mit den Grünen, aber auch mit der CDU, CSU und mit der Linkspartei. Und ich glaube, wenn die Parteien erkennen, dass sie mehr in Richtung soziale Gerechtigkeit und weniger Marktradikalität gehen müssen, dann glaube ich, wird eine richtige Politik drauf. Also wir brauchen schlussfolgernd eine andere Politik, unabhängig von der Frage, wie die Regierung zusammengesetzt ist. Sie haben einen grundlegenden Richtungswechsel in der Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik gefordert, aus den genannten Ursachen. Warum ist denn dieser Wechsel denn unbedingt notwendig aus Ihrer Sicht? Ja, weil wir eine unwahrscheinliche Schieflage in der sozialen Frage in Deutschland haben. Die Reichen werden immer reicher, die Masse der Bevölkerung immer ärmer. Wir haben einen zunehmenden Bereich von Niedriglohnarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von ihrem Lohn gar nicht mehr leben können. Und da muss ein Kurswechsel her, nämlich wir brauchen wieder Normalarbeitsverhältnisse, Festanstellung, nicht Leiharbeit. Und wir brauchen wieder eine Form der Umverteilung, wo auch diejenigen, die vermögend sind, an der Daseinsvorsorge, an der gesellschaftlichen Entwicklung beteiligt werden. Herr Wechsler, erstmal danke im Namen von Local Politics. Mal schauen, ob das die Oberen hören. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Zukunft. Sehr gut.